schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es um das Thema Finanzieren und Investieren. Wir wollen euch zeigen, wie ihr das Beste aus eurem Geld rausholen könnt. Genau, das ist nämlich gerade in Zeiten der Niedrigzinsen relevant. Und da haben wir einfach die Anlageklasse, die aus unserer Sicht am besten geeignet ist für die langfristige Vermögensbildung, und das sind Aktien. Genau, und deswegen möchten wir euch jetzt erstmal kurz erklären, was sind denn eigentlich Aktien? Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Dann gehen wir kurz darauf ein, traden versus investieren. Und dann wollen wir euch noch ein paar Tipps geben, wie man gerade in Zeiten von Covid investieren sollte. Also erstmal, was sind Aktien? Wenn ihr Aktien kauft, kauft ihr im Grunde einen Anteil an einem Unternehmen. Also ihr werdet quasi zum Eigentümer von einem Unternehmen, natürlich nur zu einem gewissen Teil. Also wenn ihr jetzt von Microsoft ein, zwei Aktien kauft, dann haltet ihr vielleicht 0,000001 und noch ganz viele Nullen. Prozent des gesamten Kapitals, was verfügbar ist. Grundsätzlich also wichtig, wenn ihr Aktien kauft, kauft ihr Anteile vom Unternehmen. Was geht damit einher? Also was sind die Vorteile? Wenn ihr Anteile an einem Unternehmen haltet, dann habt ihr auch Berechtigung auf Ausschüttung der Gewinne. Das heißt, ihr habt das Anrecht auf Dividenden. Ja, die werden jährlich ausgezahlt, dann kriegt ihr einen gewissen Anteil vom Gewinn und könnt dadurch schon einfach ein bisschen Geld verdienen. Gleichzeitig partizipiert ihr aber auch an der Wertsteigerung. Also wenn das Unternehmen gut wirtschaftet, Produkte, Dienstleistungen anbietet, die am Markt gefragt sind, dann steigt der Umsatz bzw. die Wachstumsprognose steigt und die Erwartungen steigen. Entsprechend steigt dann auch der Aktienkurs, also auch der Wert des Unternehmens, und dadurch steigt auch der Wert eurer Aktienanteile, also eures Portfolios, wenn ihr dann die Aktien zu dem Zeitpunkt verkauft. Nachdem sie schon etwas gestiegen sind, könnt ihr den Gewinn erwirtschaften. Der muss natürlich noch versteuert werden, aber grundsätzlich könnt ihr darüber erfahrungsgemäß immer am schnellsten das meiste Geld verdienen. Dividenden haben eher einen längeren Anlagezeitraum, wo die sich halt auszahlen. Dividenden sind halt eher, was jährlich ausgezahlt wird, also immer in der Hauptversammlung wird beschlossen, was mit dem Gewinn vom Unternehmen gemacht werden soll und wie viel als Dividende an die Anleger dafür, dass ihr euer Geld investiert, eben ausgeschüttet wird. Und diese Wertsteigerung, da kann man eben Glück oder auch Pech haben. Aktien sind sehr volatil, deswegen muss man sich gut überlegen, worin man investiert. Wir wollen natürlich jetzt auch hier nicht Aktien bis zum Ultimo befeuern und nur die Vorteile darstellen, deswegen auch was zu den Nachteilen. Wenn ihr natürlich Anteile von einem Unternehmen kauft und Eigentümer seid, dann geht damit auch ein gewisses unternehmerisches Risiko einher, so kann man es sagen. Das heißt, wenn natürlich das Unternehmen insolvent geht, wenn es irgendwie in Skandale verwickelt ist, dann kann der Aktienkurs auch sehr schnell abschmieren, wie ihr zum Beispiel im Fall Wirecard vielleicht gemerkt habt. Oder ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe immer noch Aktien in Weight Watchers, habe die zu einem Zeitpunkt gekauft, wo die sehr gepusht wurde, die Aktie, und die ist dann innerhalb von 2-3 Monaten um 75% abgeschmiert. Dann hat man natürlich, wenn man 10.000 Euro investiert, mal eben 7.500 Euro in den Sand gesetzt. Das kann auch passieren. Deswegen das als kleiner Disclaimer, das kann immer passieren. Jetzt habt ihr gehört, was eine Aktie ist, was die Vorteile und was die Nachteile davon sind. Jetzt stellt ihr euch sicherlich die Frage, aber wie investiere ich? Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir nutzen beide einen Online-Broker. Da könnt ihr euch einfach im Internet informieren. Da gibt es unterschiedliche Broker, bei denen ihr unterschiedliche Kosten bezahlt. Gerade der Kauf von Aktien, aber auch der Verkauf, entstehen immer Kosten, Transaktionsgebühren. Und die sind eben einfach unterschiedlich vom Broker. Und das bringt uns zum nächsten Thema, investieren oder traden, weil es dabei nämlich unterschiedliche Strategien gibt. Und entsprechend gibt es auch unterschiedliche Broker, die vielleicht für euch dann besser passen. Deswegen informiert euch da am besten einfach mal auf den verschiedenen Anbietern. Es gibt beispielsweise Cotaconsolas, DEGIRO, aber auch eure Hausbank bietet Aktien an. Was man da grundsätzlich unterscheiden kann, traden versus investieren. Ja, die Silvia hat es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Traden hat eher einen kurzfristigen Anlagezeitraum. Ich versuche innerhalb von einer sehr kurzen Zeit durch Kaufen und schnelles wieder Verkaufen Gewinne einzufahren. Wobei Investieren halt eher einen langfristigen Anlagezeitraum hat. Was wir beide machen, wir investieren eher. Also wir kaufen Aktien, wo wir das Gefühl haben, dass es langfristig eine gute Firma ist, die Wachstumspotenziale hat, weil das ein bisschen das Risiko auch wieder rausnimmt. Meine Erfahrung ist, für den gewieften Privatanleger macht es einfach mehr Sinn zu investieren. Das heißt, zu kaufen, das auch liegen zu lassen, weil wenn ihr schnell kauft und verkauft, dann habt ihr auch wieder mehr Transaktionsgebühren, und daher kommt auch so ein bisschen dieses Sprichwort, hin und her macht Taschen leer. Daher unsere Empfehlung, investieren, und das ist das, was wir machen. Da einfach mal überleitend, wie gehst du denn dabei vor, wenn du investierst in Aktien?
Genau, also wie gehe ich vor? Ich habe das eben schon mal angedeutet. Ich schaue mir einfach die Wirtschaft und Gesellschaft an. Was sind da im Moment aktuelle Themen, die uns umtreiben? Was wird da auch noch in 5 bis 10 Jahren relevant sein? Da hilft es einfach, Zeitung zu lesen, Bücher zu lesen, vielleicht auch wissenschaftliche Journale, je nachdem, dass ihr dann so ein Gefühl dafür bekommt, okay, Digitalisierung wird ein Thema sein, Ernährung wird immer ein Thema sein, weil die Weltbevölkerung auch immer noch wächst. Da ist zum Beispiel Vertical Farming ein Thema. Ich weiß nicht, ob ihr von Infarm gehört habt, aber da gibt es zum Beispiel auch bei SAP entsprechende Ansätze dazu. Dann ist das ganze Thema Biotechnologie ein Thema. Da habe ich auch Aktien in Organovo. Ich schaue mir eigentlich den Markt an oder schaue mir auch an, wo ich selber kaufe. Ich meine, jeder hat ein iPhone, entsprechend kann man eine Apple-Aktie kaufen. Ja, jeder nutzt Google, kann man Alphabet kaufen. Ich mache es aber so, ich schreibe mir Unternehmen auf eine Notizliste im iPhone, wo ich sage, die finde ich gut, da will ich langfristig investieren. Pick mir immer 5 raus, die ich quasi jetzt als nächstes, weil ich wieder Geld verfügbar habe, wo ich investieren möchte. Und dann investiere ich in diese Unternehmen unabhängig davon, was jetzt gerade für, in meinen Augen, kurzfristig Trends vorhanden sind, weil ich glaube, sonst gerät man recht schnell in die Falle, dass man sich sehr stark von News leiten lässt. Meine Empfehlung ist da, sich einfach eine Liste zu machen von Unternehmen, die in den eigenen Augen langfristig Wachstumspotenzial haben, wo ich einfach das Gefühl habe, da ist mein Geld gut angelegt. Das wird wahrscheinlich mehr werden oder die zahlen auch eine sichere Dividende. Und dann investiere ich in das Unternehmen, weil ich mich entsprechend vorab informiert habe, weil ich mir Gedanken gemacht habe und weil ich dahinter stehe. Und nicht, weil ich jetzt kurzfristig in den Nachrichten gehört habe, okay, jetzt ist vielleicht gerade Zoom mega angesagt oder jetzt ist BioNTech mega angesagt und dann springe ich noch schnell auf den Zug auf. Ja, weil das birgt immer so ein bisschen das Risiko. Viele Leute machen das. Und vielleicht ist dann irgendwann dieser Trend vorbei und dann bricht die Aktie halt entsprechend ein, wenn ihr in solche Hype-Aktien investiert. Ja. Das ist dann so ein bisschen das Risiko. Was man an der Stelle auch noch ergänzen sollte, dass es eben auch sinnvoll ist, in, wie Philipp schon gesagt hat, in verschiedene Unternehmen zu investieren und nicht zu sagen, okay, ich setze mein ganzes Geld auf dieses eine Unternehmen, weil wenn ihr in verschiedene Unternehmen investiert, dann habt ihr immer das Risiko auch so ein bisschen verteilter. Und grundsätzlich ist es auch sinnvoll, was wir ja vorhin schon gesagt haben, dass es Transaktionsgebühren gibt, dass ihr erstmal euch einen gewissen Betrag anspart und dann diesen Betrag investiert. Wir machen das schon eher so, dass wir dann 1.000 Euro investieren. Und was eben auch noch zu sagen ist, ihr solltet euch eben nur das Geld investieren, das ihr auch gerade nicht braucht. Weil wenn wir jetzt den Aktienmarkt dieses Jahr mal anschauen, im März sind die Aktienkurse komplett in den Keller gegangen. Wenn ihr jetzt das Geld braucht, dann sieht es eben schlecht aus, weil wenn ihr dann im März hättet verkaufen müssen, wo die Aktie vielleicht nur noch die Hälfte wert war, dann habt ihr nämlich sehr viel Geld verloren. Und deswegen macht das eben Sinn, dass ihr das Geld, das ihr länger nicht braucht, heißt, dass ihr langfristig ansparen wollt, eben dort in die Aktie legt. Und dann ist es auch egal, was jetzt mit Covid passiert oder was mit irgendwelchen Schwankungen passiert, weil über den langen Zeitraum wird es höchstwahrscheinlich trotzdem mehr werden. Genau, also das war bei meinem Portfolio auch so. Im März, April war das dick im Minus. Ja, ich war vielleicht 20-30% im Minus. Ende August, September hatte sich das schon wieder ausgeklügelt. Hätte ich damals irgendwie überreagiert, hätte auch verkauft, hätte ich Verluste gemacht. So habe ich einfach Ruhe bewahrt, weil ich das Geld ja auch nicht brauche. Ich habe es langfristig investiert und habe nicht damit getradet. Kann ich jetzt wieder ruhigen Auges darauf schauen und sehe, dass die Zahlen wieder sehr grün sind. Ja, ich wieder 30% im Plus bin. Was noch wichtig ist, wenn ihr Aktien habt, die jetzt in Covid-Zeiten abgeschmiert sind und sich davon auch noch nicht wieder erholt haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es eine Aktie war, die einfach schon vor Covid strukturelle Probleme hatte. Um darauf vielleicht noch so ein bisschen einzugehen, Automobilaktien tun sich im Moment ja vergleichsweise schwer. Das Covid-Thema hat das Ganze noch so ein bisschen befeuert. Unsere Interpretation davon ist, Covid hat eigentlich auf den Aktienmarkt wie ein Beschleuniger gewirkt. Also Digitalisierungsaktien wie jetzt Zoom oder Adobe, Amazon, sehe ich jetzt auch mal zu Digitalisierungsaktien mit E-Commerce. Die haben natürlich mega profitiert, weil durch Social Distancing etc. digitale Angebote noch wichtiger geworden sind. Automobilaktien, die dann globale Lieferketten haben, die hatten vorher schon strukturelle Probleme, die hat es jetzt noch härter getroffen. Deswegen, wir kommen eigentlich wieder zurück zu diesem Mantra, investieren statt traden. Wenn ihr die richtige Aktie ausgewählt habt, die einfach eine langfristige Wachstumsstory hat, dann übersteht die auch so eine Krise gut. Und das sehen wir jetzt halt auch in unseren Portfolios. Ja, wir hoffen, die Inhalte waren für euch relevant und auch interessant und helfen euch vielleicht auch dabei, euer eigenes Aktienportfolio aufzubauen. Und wenn ihr da irgendwelche Fragen zu habt, könnt ihr gerne in den Kommentaren mal stellen. Dann können wir darüber diskutieren und sprechen. Und ja, wir denken einfach, man sollte offen über das Thema Finanzen und Investitionen sprechen und das Ganze eben einfach die Message in die Welt tragen, damit halt jeder auch die Chance hat, sein Geld zu investieren und das Beste mit seinem Geld zu machen. Absolut. Und das vielleicht auch
weniger emotional zu diskutieren, sondern so ein bisschen darüber aufzuklären. Klar, es gibt diese Horror-Stories, wo Leute ihr gesamtes Vermögen verlieren. Aber wenn ihr mal die Aktienindizes anschaut, ein S&P 500 oder ein DAX, wenn ihr das über 20, 30 Jahre anschaut, dann ging die Entwicklung so natürlich nicht super steil, sondern stetig und langsam nach oben. Und wenn ihr jetzt euer Geld einfach auf der Bank liegen lasst, dann partizipiert ihr an dieser langfristigen, stetigen Wertsteigerung eben nicht. Die meisten Leute schaffen es mit Aktien dann doch, ihr Vermögen entsprechend zu vermehren. Und das möchten wir euch natürlich auch ans Herz legen. Von daher, danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Lasst uns wissen, ob wir nochmal ein ähnliches Video oder vertiefende Videos dazu machen. Ja, wir können da gerne noch weiter drauf eingehen, euch die verschiedenen Broker vorstellen, vielleicht auch mal einen Blick auf unser Aktiendepot werfen, je nachdem, genau, was euch da interessiert. Also genau, wir können euch mal mitnehmen ins Aktiendepot. Oder auch, wenn wir mal eine Aktie kaufen, euch das zeigen, wie das Ganze funktioniert. Lasst uns wissen, was euch interessiert, wo ihr Fragen habt, und wir möchten das Thema einfach ein bisschen transparenter gestalten. Damit schließen wir in diesem Sinne und wünschen euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.